Sehr geehrter Herr Landrat Heller, meine Damen und Herren, ich heiße Pavel Reschetnikow, bin stellvertretender Generalkonsul der Russischen Föderation in Leipzig. Im Namen des Generalkonsulats begrüße ich heute alle ganz herzlich in Form von einer Videobotschaft. Heute ist ein besonderer Tag. Heute werden wir der Opfer der Reimark und des Leidens der ehemaligen Zwangsarbeiter gedenken. Wir vergessen nicht, dass ab April 1944 ca. 15.000 Menschen aus Italien, der Sowjetunion, der Slowakei, Belgien, Polen, Frankreich und Jugoslawien zur Reimark deportiert wurden. Darunter waren auch Frauen, Jugendliche, Kinder. Durch die furchtbaren Lebens- und Arbeitsbedingungen, Misshandlung und Mord sowie Todesmärsche starben in einem Jahr rund 2000 Menschen. Das Gedenken an diese Ereignisse ist nicht nur als eine Erinnerung und das Verurteilen der nationalsozialistischen Verbrechen wichtig, sondern es soll eine Mahnung sein, dass die Menschen nicht wegen ihrer Rasse, ethnischer Herkunft, Religion oder politischen Aussichten verfolgt werden dürfen. Die enorme Anzahl der im Zweiten Weltkrieg gefallenen Menschen verpflichten uns alle, das historische Andenken zu bewahren und die Lehren der Vergangenheit nicht zu vergessen. Die Lehren der Vergangenheit zeigen, dass der Frieden in der Welt nicht von alleine entsteht. Und wir dürfen nicht zulassen, dass diese Grausamkeit wieder passiert. Nie wieder. Meine Damen und Herren, ich möchte ganz herzlich bei der Vorstandsvorsitzenden Frau Lange und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschichts- und Forschungsverein Waltersberg e.V. und der Förderverein Mahn- und Gedenkstätte Waltersberg e.V. für hohes moralisches Engagement und Gedenkkultur bedanken. Ich danke alle Zuschauer für Respekt vor den Gefallenen und Überlebten. Vielen Dank.